Ja, ihr Lieben, hi und herzlich willkommen zurück zu Ich werde Imker. Heute, nein, nicht vom Ablegerstand, denn das sind alles eingefangene Schwärme. In den letzten Tagen habe ich ein paar Bienenschwärme eingefangen. Deswegen schauen wir uns jetzt die neue Rubrik an. Ich werde Imker und die Schwarmableger. Viel Spaß beim Zusehen. Los geht's. Hier. Also ihr seht, hier stehen jetzt zwei Honigraumzargen drauf. Nee, natürlich bringt mir der Schwarm kein Honig, falls sich das jetzt jemand denken sollte, sondern ich habe denen die Honigräume zum Ausschlecken gegeben. Sprich, wenn ich zu Hause meinen Honig geschleudert habe, bringe ich die wieder zurück auf die Völker. Meistens setze ich sie auf die Ableger, damit die ausgeschleckt werden. Danach wandern die Honigräume wieder zu meinen Wirtschaftsvölkern, werden da repariert oder gegebenenfalls auch schon neu eingetragen. So. Also ihr seht, hier sind so ein paar Bienen oben drin. Die schlecken noch. Aber dürfte hier auch nicht mehr viel los sein. Damit die jetzt hier oben wieder rausgehen und nicht die ganze Zeit hier oben im Honigraum sitzen und hier oben was noch eintragen, das soll nicht, setze ich denen jetzt gleich eine Bienenflucht auf. Ich muss mal schauen, irgendwo habe ich hier noch eine rumfliegen. So, hier ist auch ein Absperrgitter drauf. Warum ist hier ein Absperrgitter drauf? Damit die Königin mir nicht Brut oben im Honigraum legt. Also ne, hat auch nichts mit Kraft hier oben zu tun, sondern einfach nur die Königin soll unten bleiben. Hier haben wir ein paar Rämchen. Das ist übrigens das Volk, ich habe es eben schon mal erwähnt, was in meiner Kramkiste eingezogen ist. Ne, deswegen sind hier diese Rämchen drin. Die gehören hier eigentlich gar nicht mehr her, sondern die wollte ich ja schon vor, oh Gott, wie lange loswerden. Jetzt sind sie endlich leer. Ich schlage jetzt noch die letzten Bienchen ab. Das hört sich ein bisschen brutal an, ist es aber nicht. Denn die kommen jetzt hier definitiv mal weg. So, jetzt schauen wir mal hier drin. Hier haben die ein Rähmchen bekommen zum Bauen. Hier wird auch was eingetragen. Das ist Futter für die Damen jetzt. Und wir schauen mal nach der Königin, ob ich sie eventuell sehe. Aber ich schaue erstmal durch, ob ich Stifte sehe, dann ist es nämlich einfacher zu bestimmen, ob überhaupt eine Dame da ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Ich sehe Stifte. Sehr cool. Okay. Schauen wir mal, ob es eine von meinen ist, die hier eingezogen ist. Oder ob es eine Fremdkönigin ist. Ich gehe davon aus, es ist eine Fremde. Aber wir werden es sehen. Wenn es eine von meinen ist, müsste sie pink gezeichnet sein. Ja, von den Fremden, I don't know. Keine Ahnung. Wie ich darauf komme, dass es auch von Fremden sein kann, fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt. Also hier sind mehrere Imker in meinem näheren Umfeld. Nur der eine ist jetzt, was sind das? Ich sag mal 10 Meter. Ach komm, sagen wir mal 50 Meter entfernt. Da stehen auch Bienenstöcke. Und der andere sind vielleicht 200 Meter Luftlinie gesprochen jetzt. Ne? Also von daher ist das durchaus möglich. Ja, ich habe sie sogar schon gezeichnet. Es war keine von meinen. Da schaut man eine dicke Schwarze. Blaues Krönchen. Also die stiftet alle im grünen Bereich. Das Ausbauen, das üben wir noch eine Runde. Da habt ihr noch ein bisschen was zu tun. Aber die hatten jetzt auch echt viel zum Ausbauen, muss ich sagen. Denn die haben nur Rähmchen von mir bekommen, welche mit Mittelwänden versehen waren. Ne? Also die hatten jetzt gut was zu tun.
Gut, das reicht auch schon. Machen wir den Deckel wieder drauf. Und springen hier direkt zum nächsten Schwarm. Ich muss mir unbedingt neue Schreibdinger hier mitbringen. Ja, ihr seht, da ist ein Rähmchen schief. Ich kann euch auch sagen, warum. Denn das ist ein Ableger, den hatte ich noch zu Hause stehen. Das ist auch ein Schwarm, den ich gefangen habe. Der stand bis eben bei mir zu Hause. Und den habe ich eben mit nach hier gebracht. Und dabei muss ich das Rähmchen dann etwas verschoben haben. Gut. Lasst mal los, Damen. Also hier scheint auch irgendwie eine Maus. Reingegangen zu sein. Hier muss ich gleich sowieso noch was basteln, denn die Ableger haben noch gar keine Fluglochkeile. Anschieben. Fluglochkeile, da war ich dran, die muss ich jetzt gleich noch vorsetzen. Oder zurechtsägen. So, schauen wir mal hier. Also da weiß ich, das war ein Schwarm. Das müsste auch einer von meinen gewesen sein. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Stifte. Das ist ein gutes Zeichen. Ich schaue jetzt auch einmal nur ganz schnell durch, ob ich meine Königin sehe. Also hier sind auch Stifte drauf. Da ist meine Königin. Da. Schaut, also es ist ein Schwarm definitiv von mir. Mehr brauche ich auch gar nicht sehen hier. Müsst mal machen jetzt hier kommt. So. Ja, also Königin ist da. Königin stiftet. Das ist ganz wichtig. Hier ist Futter drauf. Also ich habe zu Hause auch aufgefüttert. Ne, die haben auch Futter bekommen von mir. Die bauen auch fleißig. Ne, schaut mal, das war... Das ist ja ein schöner Farbunterschied. Ne? Unten reiner Wachs und oben schon gelblich ausgeprägter Wachs. Also die bauen ganz, ganz fleißig. Die kriegen von mir jetzt auch schon direkt ein neues Rähmchen dazu, damit die sich auch stark entwickeln können. So. Futterpulle weg und neues Rähmchen rein. Und dann sind wir hier auch weg. Diesmal habe ich die Rähmchen hier hinter mir stehen, weil die eben noch hier gestanden haben am Stand. So. Das dahin. Das hier auch daran. Jetzt muss ich mal schauen gehen. Ich muss trotzdem laufen. Ihr seht, ich laufe immer. Ich müsste eigentlich schlank und rank sein. Unglaublich. Ich muss schauen. Ich habe hier noch kein Trendsheet vor. Ich muss mal schauen, ob ich noch eins hier habe. Ansonsten nehme ich einfach nur Futtertasche als Trendsheet. Was habe ich noch? Das funktioniert auch immer ganz gut. So, Smoker neu laden und ich muss mal laufen. Tada! Da bin ich wieder. So, die Futtertasche davor. Na, also normalerweise ist hier die Seite, die zum Bienenvolk gerichtet ist, wenn man auffüttert. Ich setze die jetzt andersrum. Hier ist eine glatte Seite, fungiert genauso wie ein Trendsheet. Gut. Auch drauf. Bringen wir auch direkt zu. Ebenfalls ein Schwarm. Ebenfalls von zu Hause. Eben mit nach hier gebracht. Also könnte da jetzt auch was durcheinander sein. Also das ist hier so ein blöder Feldweg, den ich hier hochfahren muss.
um aufs Grundstück zu kommen. Und er ist so uneben und ruggelig. Ich hoffe natürlich, die Königin hat jetzt keinen abbekommen bei mir. Gut. Schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Dürfte wie gesagt auch einer von mir sein. Hier ist eine Futterwabe, die habe ich denen dazugegeben. So, entwicklungsstark, ich sehe Stifte. Hier auch. So, also die Schwarmverhinderung bei mir war heute, war dieses Jahr, ja, ich sag mal Katastrophe. Das hat irgendwie gar nicht so hingehauen, bis auch bei zwei Völkern hat es echt gut geklappt. Aber ja, bei den anderen, ich sag ja, war Katastrophe. Also ich habe 1, 2, 3, 4, ich glaube 4 Schwärme habe ich gefangen. Ich war letzte Woche nur unterwegs und habe Schwärme gefangen und Schwärme gefangen und Schwärme gefangen. Aber das gehört halt als Imker dazu. Ich meine, man muss das auch mal erlebt haben. Also es ist echt ein faszinierendes Schauspiel, so ein Bienenschwarm. Und wenn die nicht gerade so ungünstig sitzen, ist es auch relativ einfach, die zu fangen. Also ich hatte vorher echt Panik und Bedenken und oh bitte keinen Schwarm, aber ja, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das halb so wild. So, die sitzen alle so fett zusammen, ich kann es kaum erkennen. Wo hier die Königin sein soll. Die müsste auch pink gezeichnet sein, oder das ist die, die nicht gezeichnet ist, wo ich nicht wusste, ob sie von mir ist. Ich weiß gar nicht, ist das typisch? Kann mir das einer von euch sagen, die schon länger imkern, dass auch Neuköniginnen das Volk verlassen? Also ich kenne es ja eigentlich nur, dass die alte Königin geht, aber ich war mir ziemlich sicher, ich versuche es jetzt zu finden, war mir ziemlich sicher, dass hier zumindest keine Königin von mir gegangen ist, sondern entweder von woanders oder eine neu geschlüpfte Königin. Und da würde ich echt gerne mal wissen, wie sieht das aus? Ist das möglich? Können das neue Königinnen sein, die auch ja, Schwärme bilden, sage ich mal, oder sind es tatsächlich immer die Alten? Hatte einer Erfahrungen? Würde mich echt mal brennend interessieren, gerne in die Kommentare, damit man da auch mal was schlauer ist. Lady, zeige dich. Also, ne, den werde ich jetzt durchschauen, bis ich sie gefunden habe. Ich bin nach, da ist sie. Das ist eine von mir. Aber ich weiß, ich habe ein Volk hier stehen, wo es eine neue ist. Oder eine, die nicht gezeichnet ist. Also definitiv dann schon keine von mir. Muss ich mal gerade schauen, warum die hier... Spielnäpfchen bilden. Sei da doof. Das können aber auch jetzt die alten sein, weil ich habe... Rebchen rausgenommen. Das wäre ganz gut. Ich weiß, Königin ist da. Stiften tut sie auch. Futter haben die Damen auch. Setzen wir euch mal wieder auf normal rum, damit er hier auch nicht mehr so ein Wabenchaos hat. Ich muss mich mal eben schauen, er hat ja schon ausgebaut. Er kriegt eine neue Mittelwand von mir. Oder ein neues Rähmchen. So. Was zum Bauen, meine Ladies? Hier hinten dieses Rähmchen, das stört mich ungemein. Weil das so dick ausgebaut ist. Das ist am Anfang Fehler von mir, so ein altes Rähmchen. Aber da kriege ich den
B-Space dazwischen nie so richtig hin. Da ist aber Brot drauf. Ich kann es den noch nicht rausnehmen. Aber das wird irgendwann rausfliegen, weil wie gesagt, ich kann das, die Rähmchen nicht so dicht aneinander schieben, wie ich es eigentlich gerne hätte oder wie es sein sollte. Na, ihr seht, hier ist wirklich eine dicke Lücke, aber näher geht's nicht. Naja. Muss ich dann jetzt erstmal durchziehen. Gut, neues Rähmchen rein. Ein bisschen zusammensortiert. Hier wieder die Futtertasche als Trennsheet. Gut, Deckel drauf. Es wird langsam echt frisch hier draußen, muss ich sagen. Ich hoffe ja, dass es nicht anfängt zu regnen. Das kann ich nämlich jetzt gar nicht brauchen. So. Schon hier rüber zu dem nächsten Schwarm. Das ist immer ganz witzig, wenn hier Leute vorbeigehen, die gucken immer, als hätte ich einen an der Waffel, weil ich mit mir selber rede, weil die im ersten Moment die Kamera gar nicht sehen, die hier steht. Ja, so ein Waldwanderweg direkt am Grundstück vorbei. Das ist immer so witzig, wenn die hier vorbeilaufen. So, leerer Honigraum, der war nur zur Lagerung da oben drauf. Ne, ihr seht, hier ist unten auch zu. Hier sind die Bienen, hier ist auch Bienenfutter, die brauche ich ja jetzt gleich, habe ich eben gesagt, ne? Für hinten Volk Uno. So. Hier, die hatten auch Futter, ne? Ihr seht, hier ist noch die Futtertasche drin. Ich schiebe die alle erstmal ein Stück auseinander. Schauen wir mal, also fleißig ausgebaut haben sie ja schon. Oder sind dabei. Aber ich denke, das kann sich ganz gut sehen lassen. Na, also die sind jetzt eine Woche alt, ist dieser Ableger noch nicht mal. Also noch keine ganze 7 Tage. Ist das her mit dem Schwärmen, als es so warm war, kam das Schlag auf Schlag. Wir hatten ja die kalte Phase hier bei uns in Nordrhein-Westfalen und dann gingen die Temperaturen hoch und dann fingen auch sofort die Schwärme bei mir an. Konnte man echt gut beobachten. Nun gut. Stifte sehe ich hier aber jetzt noch keine. Keine Stifte. Also könnte das Volk gewesen sein mit der jungen Königin. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich versuche sie jetzt gleich mal zu finden. Ich bin gespannt. Also hier ist Futter drauf. Hier ist auch Futter. Aber keinerlei Stifte
zu erkennen. Da ist die Königin, die ist nicht gezeichnet, deswegen sage ich, also es ist, muss definitiv eine Junge sein. Hier oben am Rand, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, da läuft die Königin. Die werde ich jetzt abfangen und zeichnen. Und deswegen halt, wie gesagt, die Frage, ist das möglich, dass auch alte Königinnen einen Schwarm bilden? So, ich habe hier so ein Zeichenfanggerätröhrchen. Königin wieder lokalisieren. Wo ist sie? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie schon auf Begattungsflug war oder nicht, aber die wird jetzt gezeichnet, denn ich mag dieses Rumgesuchen nicht. Es kann sein, dass das, ne, sie dadurch Opfer eines Vogelfraßes wird, ist mir durchaus bewusst, nehme ihn in Kauf. Aber so wie das aussieht, also die fliegt schon nicht mehr auf, das heißt, ich gehe davon aus, dass die begattet ist, aber noch nicht angefangen hat zu stiften. Denn nach dem Begattungsflug brauchen die ja immer noch so ein bisschen, bis die dann tatsächlich loslegen. So, Königin ist drin. Jetzt kriege ich hier dieses Pömpeldings drauf. Loswerden, die ich da nicht drin haben möchte. Also sprich die Arbeiterinnen. Jetzt schiebe ich das mal eben hier zusammen. Die kriegen jetzt auch direkt von mir ein neues Rähmchen rein. Manche finden das wahrscheinlich wieder zu früh. Ich finde das genau richtig. Also ne, die sollen schön Zeit und Platz haben, jetzt zu bauen und zu wachsen. Die anderen sind soweit fertig ausgebaut, also spricht da bei mir nichts gegen. So, die Futtertasche ist leer, deswegen drehe ich die jetzt. Die dient jetzt als... Ne, ich schiebe die einfach mal hinten, denn ich habe hier ein Trennsheet. So. Damen hier.
gleich geschafft. So, Königin alleine im Gefäß, so sollte es sein. Na, also ich zeige es euch mal eben, wenn sie richtig umläuft. So, da ist die Königin. Na, jetzt gucken wir mal, dass sie sich richtig rumdreht, die Dame. So, alles klar. Und jetzt gibt es den berühmten Nagellack-Point. Ich schau mal, ob ich euch dazu holen kann. Ich bin hier ein paar Meter nach nebenan gezogen. Auf. Ich streiche dann immer was ab, weil so viel brauche ich meistens nicht. Lass den ein bisschen antrocknen auf diesem Pinseldings da. So, jetzt seht ihr hier, ich habe genau den Kopf erwischt. Fokus. So. Na. So, Pointchen drauf und jetzt springen wir mal wieder zum Polke zurück. Handschuhe wieder an. Ihr seht, die Bienen, die krabbeln direkt hier hin, um die Königin wieder in Begutachtung zu nehmen, sage ich mal. Gut, ja, das ist egal, das bleibt so. Hier brauchen wir den Deckel. Anderer Deckel drauf. Denn die Bienenflucht brauche ich ja da vorne. Sind wir hier auch fertig? Springen wir wieder eins weiter. Das letzte Schwarmvolk. Ja, der Trick hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Also ich habe hier so eine leere Plastikflasche reingestellt und da Löschkes reingepiekst, damit die Damen das langsam abschlürfen können. Hat aber nicht so funktioniert, wie es sollte. Wir legen den Schaden weg, die Folie automatisch weg, das finde ich schon mal klasse. Also das ist ein ganz, ganz kleiner Schwarm gewesen. Aber ein Schwarm ist ein Schwarm. Und
Und jetzt muss ich mal überlegen. Wo? Ich stelle jetzt gerade eine Futtertasche über. Aber wir schauen zuerst mal rein. Hier sehen wir ja nichts. Also ne, ihr seht schon so zwei Rähmchen, das ist schon echt ein ganz kleiner Schwarm gewesen. Aber ich habe ihn trotzdem gefangen. Habe ich auch keine Dame. Da war eine Maus im Winter am Werk. Die haben kaum Bienenmasse. Ich versuche jetzt mal zu schauen, ob hier überhaupt eine Königin bei ist. Also Futter haben sie hier drin, was eingetragen durch die Flasche, aber nicht so wie gewünscht. So. Eine Königin sehe ich jetzt hier gerade noch nicht. Keine Stifte, keinerlei Brot. Und wie gesagt, es war von Anfang an ein sehr, sehr kleiner Schwarm. Aber ich wollte denen die Chance geben. Sterzen tun sie zumindest. Also, das ist ja eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass eine Königin hier sein muss. Die Frage ist nur, stimmt das und wo ist sie? Keine. Nö. Irgendwie nicht so ganz. Thank you.
das erstmal so. Vielleicht habe ich sie jetzt auch einfach übersehen. Man weiß es nicht so genau. Geben wir auch noch eine Woche Zeit. Und die kriegen natürlich jetzt auch Futter. Und dann schauen wir noch mal weiter. Drauf. Den bleibt hier. Schieben wir das auch gleich wieder mal zusammen. So. Ja, ihr Lieben, das war's wieder von mir und meinen Bienen. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit du eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und mich gibt's jetzt auf Instagram unter Imkerei Gillissen. Den einfach folgen, denn da kommen ein paar Sachen rein, die es nicht hier auf YouTube schaffen. Ich sag nochmal danke fürs Zusehen. Bis demnächst. Ciao. So, ich habe ja gesagt, ich mache euch noch einen Rundgang. Also hier komme ich immer an. Und gehe dann hier aufs Bienengrundstück. Das ist so ein alter Angler-Fischteich. Hier seht ihr, wo ich immer kurz nähe, das Gras hier. Na, da ist der Fischteich. Leider nicht als Fischteich nutzbar hier, weil wir hier Biber haben, die das Grundstück unter Wasser setzen und alles machen. Hier ist der neue Ablegerstand und mein Video-Equipment. Zumindest ist das Stativ gerade noch. Ja, also hier stehen all die Völker, die entweder das ganz rechte mit dem blauen Schieber vorne, das ist dieses zugeflogene Volk, und dann haben wir hier die drei bzw. vier Schwarmableger. Da haben wir ja eben zuletzt gedreht. Ja, dann geht es hier weiter hoch. Da ist die Brücke. Und da seht ihr auch schon, ne? Also drüben ist alles unter Wasser. Da kommt man kaum noch hin. So, hier ist der Ablegerstand vom letzten Jahr, wo drei Ableger stehen und das eine Wirtschaftsvolk. Hier habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und dann gehen wir nach ganz oben. Ihr seht, der Pfad nimmt schon leicht überhand. Aber ich bin ja mal froh, wenn es hier zuwächst. Und hier sehen wir dann schon meinen Wirtschaftsvolkstand. Zugewachsen dieses Jahr mit schönem Fingerhut. Na, also hier seht ihr die Wirtschaftsvölker. Ja. Hier ist so meine Kramkiste. Hier ist noch was Werkzeug drin. Und hier sieht es noch so aus. Hier muss ich jetzt gleich noch was aufräumen. Ja. Und hier runter gibt es sonst noch zu sehen, also das Grundstück, das geht noch ein Stück weiter bis da hinten ins Gebüsch rein. Aber da sind so viele Brombeeren, da wollte ich damals nicht freisensen. Hier unten steht noch so eine alte Angelbank direkt am Ufer. Ja, und auch wieder Fingerhut, Fingerhut, Fingerhut. Da drüben, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, gibt es auch noch eine Bank. Und ja, da konnte man früher mal hin, aber wie gesagt, der Biber baut hier alles so ein bisschen schräg. Ja, hier geht es wieder zurück. Hier blüht gerade die Brombeere. Ja, hier blüht überall Brombeer, Brombeer, Brombeer. Und hier auch, also, ne, überall Wald und blühende Büsche und Bäume. Alles ganz schön hier am Grundstück. Wie gesagt, nur die eine Seite kann man leider nicht
nutzen. Gerade ist sie was trocken, weil es länger nicht geregnet hat, aber sobald es regnet, steht das da wieder unter Wasser. Ja, hier sind noch ein paar Fische drin und Schildkröten und Enten und Gänse und Schwäne zwischendurch. Aber ansonsten ist hier auch nichts Interessantes. So, dann habt ihr das auch mal gesehen. Hier sind wir wieder am Schwarm-Ablegerstand. Und dann sag ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.